Servus Leute, herzlich willkommen zurück beim neuen Part Let's Play Pokémon Kaizo Blau. Im letzten Part haben wir Prismania City erreicht und jetzt schauen wir nach. Ich dachte schon, ich hätte keinen Save erstellt. Nun gut, ja, wir sind in Prismania City, und jetzt schauen wir uns die Stadt ein bisschen an. Aber so wie es aussieht, scheint die Stadt so unverändert zu sein. Ja, alles unverändert. Ist die wichtigste Frage, können wir uns Fliegen holen? Nein, natürlich nicht, war ja klar. War ja klar, dass der Entwickler sagt, nee, du kriegst so kein Fliegen, du Arsch. Das musst du dir verdienen. Ey, das ist echt fies. Moment, vielleicht ist da irgendwie ein Fehler drin? Nein. Das ist gemein. Das ist echt gemein, dass man uns nicht fliegen könnt. Was soll denn das? Ich will weinen. Ich will weinen. Natürlich, das, natürlich will der Entwickler nicht, dass man uns so Sachen erleichtert, ja. Dass wir quasi nicht mehr so cancern auf diesen Routen und so, ohne Wiederkehr. Das war mir irgendwie klar, dass der uns nicht fliegen könnte. Wenn man einen miesen Spieleentwickler oder Hackentwickler kennt, kennt man alle. Und das ist der einzige, den ich kenne. Alter Gottes. So, jetzt holen wir uns erstmal den Münzkorb. Damit können wir schauen, was es in der Spielhalle an Preisen gibt. Ah, und was wir noch machen könnten, wäre nach Saffronia City zu gehen. Aber eins nach dem anderen. Schauen wir jetzt mal nach, was es hier für Preise gibt. Nidoqueen, Nidoking, Polygon. Für 1000. Und hier haben wir Ivysaur, Charmeleon und Wartortle. Das sind quasi die Entwicklungen der drei Starter. Was haben wir hier? Die TMs scheinen. Also TM 50 scheint Delegato zu sein. Das habe ich irgendwie so im Kopf. TM 15. Ist das Hyperstrahl? Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ich nachschauen. Boah. Jetzt geht's los. Scheiß Corona. So, hier ist dieser Rocket Fuzzi. Ja, komm, mach mit dem schnell. Der hat ja nur zwei Pokémon. Ich dachte, der wäre jetzt super strong und hat so sechs Pokémon mit Level 50 oder so. Eigentlich wollte ich wieder Doppelkick machen, aber ich habe wieder... Mickey Tang ist ein Rapper. Nee, komm, da wechsle ich. Kein Bock. Du, irgendwann geht Rap daneben. Ich mach das jetzt die ganze Zeit. Do it, Flame Du. Keine Paralyse, keine Paralyse, keine Paralyse. War ja klar. Das war so klar. War was aus sonst und jetzt kommt wieder Rap, ne? Hyperstrahl! Wow. Natürlich geht die Attacke jetzt daneben. Alter. Alter, und jetzt kommt die Paralyse. Ey, also das war jetzt reines Pech. Zuerst benutzt du Body Slam und wirst sofort paralysiert. Dann benutzt du Hyperstrahl und die Paralyse zeigt Wirkung. Und dann geht auch noch die Attacke daneben. Also, mehr Pech geht jetzt gar, ging jetzt gerade nicht. So, jetzt haben wir dieses
Lucky. Lucky Tang. Lucky Tung. Slowbro. Nein, nicht Slowbro. Zeig deinen Schwanz jemand anderen. Ein Volltreffer. Endlich, das ist Karma. Das ist Karma, wegen vorhin. Wegen bei diesem, ne? Das Ding hatte so viel Glück, dafür hatte dieses, Lamos so viel Pech. Als Ausgleich. So. Gut, jetzt haben wir die Rocket-Spielhalle, hier geöffnet. Ah, ja, natürlich! Natürlich, ich wollte doch nur einen Blick reinwerfen! Ah, ich hätte es mir denken können, dieser Drecksentwickler. Ich wollte doch nur reinschauen! Mein Gott, ey, ich hasse diesen Heckmacher. Wäre ich doch lieber nach Saffronia City gegangen. So in dem Stil, fuck that shit, I'm out. So, Flinch nochmal. Los, Flinch nochmal! Feigling. Dactylio, kein Problem, außer er setzt Fischschuhe ein. Ihr wollt mir nur einen Schinken holen. Wollt ihr mich verarschen? Also heute ist das Glück echt auf unserer Seite, kann das sein? So, der zweite. Ist lustig wäre es gewesen, wenn da drei an der Tür stehen würden. Das wäre ja mega gemein. Wobei zwei auch schon gemein ist, aber drei wäre noch gemeiner. Am besten jeden Pixel mit einem Trainerkampf versehen, der hier ist. Noch besser. Alter, wenn man das Spiel hier so als Nuzlocke spielt, da muss man extrem aufpassen, was man macht. Da muss man hier alles bedenken, was man macht. Also wenn ich irgendwann mal masochistische Gedanken hab in Sachen Pokémon, dann mache ich das. Dann spiele ich dieses Spiel als Nuzlocke. Oh Mann. Okay, geh mal raus. Ich hab keinen Bock mehr. Was für eine Ironie, dass das Pech in der Rocket-Spielhalle bei uns ist. Naja. Übrigens, ich habe mir jetzt angewohnt, immer mein Mikrofon stumm zu schalten, wenn ich räuspern muss. Weil ich mache das jetzt gerade ziemlich häufig. Vielleicht sollte ich mir einen Tee machen. Genau, wenn nochmal was passiert, was mich frustriert, dann mache ich mir einen Tee. Okay, okay. Alles okay. Mal wieder in die Länge gezogen. Ah ja, klar. Und da ist auch wieder einer. So, also wir brauchen zuerst den Türöffner, dass wir den Aufzug benutzen können. Ja, das Level steigert sich langsam. Dieses Magneton hat Level 46. Normalerweise sind die Trainer hier so Pokémon Mitte 20.
Dodrio. Dodrio, was könnte cancerhaft an Dodrio sein? Vielleicht fliegen? Nein, natürlich Body Slam. Jedes Pokémon kann Body Slam hier in diesem Spiel. Body Slam ist quasi der neue, das neue Tackle, weil Body Slam eben paralysieren kann. Und der Entwickler liebt es, wenn meine Pokémon paralysiert sind, ja? Och nee, ich schon wieder ein Dugtrio. Da habe ich wieder. Okay, ich gebe dir noch eine Chance. So, machen wir das gleiche Spielchen nochmal. Aber dieses Mal killst du ihn. Haha, dieses Mal hat es nicht geklappt, du Drecksau. Du Drecksau! So hätte das vorhin aussehen müssen. I can't do it. I can't do it. I can't do it. Of course you can do it. No, I can't do it. I can't. Und hier ist noch ein weiterer. Aber es ist schön, dass nicht diese Plattformen da sind. Dass die irgendwie so verwirrend sind. Dass man hier wieder komplett wieder außen rumlaufen muss. Zum Beispiel. Also da hätte der Entwickler mehr mal rausmachen können, indem einfach so fiese Plattform eingebaut hätte. Ach nö, das ist so ein Recover-Typ. Wie lange wollen wir das jetzt machen? Ach komm, ich benutze Hypnose. Nein, das trifft nicht. Nein, Thunder Wave. War ja klar. Okay. Fuck. Eigentlich hättest du Psychic gleich benutzen können. Mann, ey. Mann, oh. Greenpeace ist schlecht, Cash Cat könnte ich nehmen, Carpodos vielleicht auch, MC Avog ist schlecht und Farfetch'd auch. Also ich habe die Wahl zwischen Cash Cat und Carpodos. Nimm mir die Cash Cat. Vielleicht haben wir wieder ein bisschen Glück mit unserer Glückskatze. Body Slam! Boah! Also langsam haut unser Snoopy die Cut mit dem Body Slam echt rein. Boah, also wenn ich hier fertig bin mit diesem Part, dann mache ich mir einen Tee. Dann seht ihr mich im nächsten Part Tee schlürfen. Psychokinese, ich weiß nicht, wie hoch der Spezialwert von Snobilicat ist. Das hat nicht so viel Schaden gemacht. Aber unser Pokémon hat ja auch 6 Level mehr. So, Magma, da können wir Wirbelstrahl benutzen. Alles kein Problem. Natürlich kommt Body Slam. Vielleicht ist Body Slam ein bisschen besser, weil da ist Step drauf. Probieren wir es mal. Ja, Body Slam ist besser. Auch wenn jetzt nicht effektiv ist. So, jetzt hier ein Rossana. Lauter Pokémon, die Psychokinese können. Okay, jetzt hatten wir wieder Pech. Egal. Carpados, du machst es jetzt platt. Verteidigungswert ist hier höher als normalerweise. Ich habe es nachgeschaut. Denn normalerweise würde Rossana nach einem Angriff schon tot umfallen. Aber hier ist es nicht der Fall. Boah, Alter, das hat ja keinen Schaden gemacht. Nein, nicht Lovely Kiss. Was soll... Ach, Mann. Ah, super, er lacht wieder. Nein, jetzt wird er nochmal geküsst. Warum würde... Ah, er wacht nochmal auf, okay. Nein, jetzt wacht er, jetzt schläft er noch, Alter. Ja, also. Dann ist die Attacke auch noch sehr effektiv, obwohl sie eigentlich normal stark wäre. Aber egal. Na gut, kill mein Körper, das ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Mein Gott, wir machen so langsam einen Progress hier in diesem Spiel. So, MC Avog, du bist hier der Master of... Jetzt lass dich doch nicht von so einer Frau küssen! Jetzt kommen die Bitches zu MC Avog. Fuck! Ey, ist das lustig. Das ist echt fies. Lovely Kiss. Vor allem, wie hoch ist die Trefferquote von Lovely Kiss? So, letzte Hoffnung. Ich mach mir einen Tee. Nein. Nein, ich bleib jetzt stehen und schau nach, was passiert. Oh, es hat überlebt. Es hat überlebt. Close one. Was? Er hat... Ach ja, richtig, da ist ja noch ein Magma. Ja, aber das kann doch keine Psychokinese, oder? Habe ich vorhin was gesagt, dass es Psychokinese kann? Oh Gott, die Attacke ging daneben. Uhuhu. Uhuhu.
Oh Gott, das war so fies. So gemein. Oh Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich... Warte, nein, wenn ich hier runtergehe, bin ich tot. Da stehen wahrscheinlich wieder tausend Rocket-Typen. Das riskiere ich jetzt nicht. So. Wenn man einmal fies zu einem ist, dann merkt die Person sich das. Und versucht es beim nächsten Mal zu berücksichtigen. So, eigentlich kann ich jetzt Pause machen, oder? Weil wir wollen noch schnell schauen, was da unten ist. Wollt ihr mich noch schnell beim Pokémon heilen zusehen? Na gut, dann schaut mir schnell zu beim Pokémon heilen und dann mache ich den Part zu Ende. Aber es ist schön, dass dieser Hack uns nichts gönnt. Auch wenn es paradox klingt. Ja, das fehlt so ein paar Pokémon-Spielen, so ein bisschen Fiesheit. Momentan wird man ja in den ganzen neuartigen Pokémon-Spielen wirklich mit Sandhandschuhen angefasst. Ja, und auch mit beiden Elternteilen in die Schule begleitet. So sehr mag einen das Pokémon-Spiel. Aber dieser Hack, der mag uns überhaupt nicht. So was uns, ne, also ich spiele, der gönnt uns überhaupt nichts. Und ich finde, das fehlt auch ein bisschen in den Original-Pokémon-Spielen. Das ist ein bisschen, ja, dass es nicht so Kindergartenspiele sind, ne? Das ist ein bisschen, dass man wirklich ein bisschen mehr genau aufpassen muss, was man überhaupt macht. Wie zum Beispiel jetzt dieser Trainerüberfall, der jetzt kommt. Oder auch nicht. Normalerweise wären hier jetzt halt... Nee, oder unsichtbare Pfeile. Unsichtbare Pfeile? Okay. Na gut, aber das schauen wir uns im nächsten Part an. Also, bis dann, euer Janka. Ciao. Unsichtbare Pfeile.